Ach, schön. Gerade bei solchen schweren Levels ist die Freude immer umso größer. Wenn alles funktioniert. Und ich muss nie wieder rein. Und Welt Nummer 98. Freut ihr euch auch schon? Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja auf viel Lava. Okay. Bosas Schloss. Das hatten wir doch schon. Gibt es noch mal einen Bowser-Kampf? Das wäre geil. Noch mal einen veränderten. Oh, der wird wahrscheinlich noch schwerer. Wenn dann. Okay. Also wir waren schon mal im Bowsers Schloss. Das hier ist die Fortsetzung. Die ersten vier Türen haben wir ja schon geöffnet. Gucken wir, was hinter Tür Nummer 5 steckt. Das ist ja mal eine geile Idee. Ich fand sowieso, das war zu kurz alles. Okay. Was zur Hölle? Ich bin geflogen und hab den Koopa zerstört. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Hä? Kann mir das mal jemand erklären? Naja, was soll's. Nicht so schlimm. Ich bin wahrscheinlich noch hibbelig, weil das letzte Level endlich vorbei ist. Yay! Und man sieht noch Marios Hand. Was ist besser? Feuer oder Eisboom? Ich glaube, Eisboom ist noch ein bisschen besser. Weil ich das machen kann. Und dann das machen kann. Na komm. Dich treffen wir. Na? Ich frage mich sowieso so oder so immer. Warum ein Schneeball jemand in einen Eiswürfel einsperrt? Das ist komisch. Ah, ich habe genug Items. Das Schloss wird fallen. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also wenn ich hier sofort alle Münzen kriege oder finde, beziehungsweise, dann sieht es echt gut aus, dass ich alle Münzen des Hacks komplett hole. Weil bei den anderen, ja, die anderen Speziallevel gingen ja alle noch so einigermaßen. Ich will ihn eigentlich, ja, toll, einfrieren. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich auf den Knochen trocken springe, werde ich ja ein Stück weiter geschleudert und ja. Da ist Lava! Das wäre nicht so toll. Und die gigantischen Zahnräder, wie haben wir sie vermisst? Und Feuer! Feuerstäbe, oder? Eigentlich sind das kleine Feuerbälle, die sich drehen und die hintereinander gesteckt sind. Sinn ergibt das nicht, aber naja. Hey! Mega knochentrocken. Ist er trockener als die anderen oder ist er nur größer? Naja. Vielleicht beides. Sowohl als auch. Größer ist auf jeden Fall. Okay. Also hier am Anfang schien kein Platz für eine Sternmünze zu sein. Höchstens vielleicht irgendwo in der Decke oder so. Ha! Und krieg ich. Nö, ich krieg nichts mehr. Natürlich nicht, warum auch? Okay, 6, 7. Mal schauen, wie viel das wird. Ich tippe mal auf 8. Letztes Mal waren es 4, nochmal 4. Ah, die lachen schon so schelmisch. Das wird bestimmt unheimlich schwer. Ach du meine Güte, jetzt muss ich dagegen. Und jetzt da. Wow. Wow. Ach, und da drüben ist nur so ein Eisending. Ich merke schon. Ach, toll. Der hält mich sogar noch davon ab, da ordentlich zu springen. Gut zu wissen. So, okay. Ach, da haben wir schon mal die erste Sternmünze. Na! Wirst du wohl. Okay. Oh, und der Mittelpunkt. Wahnsinn. Ha! Super. Funktioniert. Okay, wir haben einen Mittelpunkt. Bin ich überhaupt nicht mehr dran gewöhnt. Das ist ja schön. Ich kann jetzt von hier starten. Oh. Tolle Idee. Was sich das nur ausgedacht hat. Oh, und der nächste Schlüssel. Gut. Schlüssel Nummer 2. Ja, das hätten sie auf jeden Fall in das Originalspiel mit einbauen sollen. Ganz klar. Diese Türen und die Schlüssel.
Vielleicht so, dass man in jedem... Oh, was zur Hölle? Dass man in jedem Schlosslevel so einen Schlüssel finden muss. Das wäre eine interessante Sache. King Bill. Und wieder viele davon. Wenn dann richtig. Beziehungsweise vielleicht ist ja nur einer, der immer wieder hin und her geht. In diesem Spiel können Kugeln komische Sachen. Und sind langsam. Man braucht ja Jahre. Okay. Sternmünze? Aha! Ich weiß nicht, ob ich mich hier sicher fühle. Na, nicht so ganz. Puh. Okay. Ich soll oben bleiben, sagt mir das Schild. Ah, das ist ein guter Rat. Sehr, sehr guter Rat. Okay. Ja, bis jetzt ist alles noch okay. Gleich kommt wieder eine Kanone. Nö. Nö. Eine Kugel, es ist ja keine Kanone. Eine fliegende Kanone! Das wär's mal. Ah. Pff. Gegner gar nicht gesehen. Hey! Und der nächste Schlüssel. Aber ich muss sagen, der Mittelpunkt war wirklich sehr früh. Und da haben wir sie. Die Tür der Erlösung. Beziehungsweise, je nachdem, was dahinter ist, vielleicht auch die Tür der Qual. Und, oh, das gab's schon im normalen Spiel. Und das war... Wow, wow, wow. Nicht so einfach teilweise. Hm. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts! Und jetzt die Kleinen. Und... Wow. Puh, das war Glück, dass ich das gemacht habe. Sonst wäre ich draufgegangen. Okay. Ich bleib mal kurz hier stehen. Ich glaube, das ist eine... Okay, da ist die Sternmünze. Was? So. Oh. Nett. Cool. Ich hab sie. Ich hab alle Sternmünzen in der letzten Welt. Okay. Boss-Tür. Was kann dahinter sein? Zeig es mir. Ich will es sehen. Ich will das Grauen erleben. Münzen. You're an new super player. Du bist der neue Superspieler. Oder ein neuer Superspieler. Und das Ende! Das Ende! Ah. Als man mir gesagt hat, das Ende naht, habe ich Angst bekommen, aber... Münzen! Ich bin geldgierig! Marius wie ein Politiker! Okay. Gut, das reicht mir dann auch. Soll das wirklich das Ende gewesen sein? Ich denke schon. Cool. Wir haben alle Welten, alle Level durchgespielt. Sogar das letzte. So, jetzt schaue ich mir noch die Sternmünzen an. Also, wir haben noch eine in Welt 9.1. Wir haben noch zwei in Welt 9.3, Welt 9.4, Welt 9.6. War sehr unkooperativ. Tja. Ja, ich würde sagen, ich habe so ziemlich alles schon im normalen Abspann gesagt. Das hier sind ja alles nur Bonuslevel. Das wird jetzt entweder das letzte oder das vorletzte Video sein. Vielleicht gibt es noch einen... richtigen Bonus. Wollt ihr noch, dass ich alle Sternmünzen hole? Ich frag mal so. Soll ich das noch machen? Es sind noch, schauen wir nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Könnte ich machen. Müsste ich dann natürlich suchen, aber das sollte schon sein. Naja, das war erstmal another Super Mario Bros. Wii. Das nächste Projekt kommt bestimmt. Ich weiß nicht, ob schon. Morgen, übermorgen, keine Ahnung. Je nachdem, wie schnell ich Lust habe. Und ich muss erstmal sagen, zu Scavo, der Heckmacher, Dankeschön. Ist wirklich gut geworden. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Viele tolle neue Level, alle natürlich noch in der Art des ursprünglichen Spiels. Schön fand ich, dass einfach neue Sachen eingebaut wurden, beziehungsweise Sachen, die noch nie in den
im normalen Spiel drin sind, dass man die auch mal sieht, was sich so die Entwickler gedacht haben. Und ich denke, ich habe noch eine gute... einen guten Abschluss. Für alle, die den Hex spielen, ein kleiner Tipp. Schaut mal ins Schloss von Peach. Ich werde nur mal kurz reinschauen. Denn hier ist noch was. Neben einem Tod, der wie immer sehr unnütz uns nachschaut und eine Windel anhat, gibt es hier eine Tür. Ihr müsst also, ja, den Schalter schon aktiviert haben. Das heißt, Welt 3 ist Minimum. Vorher geht es hier nicht rein. Und wir haben eine Jukebox. Scroll through the songs by hitting these arrows. Für alle, die nicht Englisch können, ja, wechsle zwischen den Songs, den Liedern, in dem ihr diese Pfeile trifft. Ich gehe mal hoch. Also die Musik von Welt 1. Wenn man sich, wenn die Musiken cool sind, also wer wem die Musiken gefallen, der kann sich hier sicherlich eine Weile aufhalten. Vielleicht sogar in einem anderen Tab haben und einfach ein bisschen Mario-Musik hören. Ich könnte die eigentlich auch nochmal aufnehmen. Aber nur, wenn ihr das wollt. So, das... das hier ist... die Untergrundmusik. Die Musik, die kommt, wenn man in Höhlen ist. Schauen wir weiter. Die Wasserweltmusik. Da, 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 da. Ist so ein bisschen wie Walzer. Schön. Ah, das haben wir jetzt eine Weile gehört. Da, da, da. Ja. War im Wolkenlevel in 9.7. Ansonsten immer, wenn sich schön was bewegt. Hat mir viele Probleme bereitet. Spooky. Die Geistervilla-Musik. Die Sandmusik. Die Musik der Pharaonen, quasi. Die ursprüngliche Musik? Ich glaube, die... das war die normale Musik in Welt 1, oder? Ja, könnte sein. War es das schon? Sind wir wieder bei Lava? Ne, hier sind wir bei Lava gewesen. Vorher war es was anderes. Festung. Das ist die Festungsmusik. Das dürfte dann die Schlossmusik sein. Ja, die Schlossmusik, eindeutig. Die Musik, die läuft, wenn wir auf einem Luftschiff von Baby Bowser sind. Okay, nee, Bowser Jr. Nee. Doch, Baby, ja. Da, 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 da. Yay. Bonus. Kram. Bonus-Level. Da, wo man Geld kriegen konnte meistens. Okay. Das ist ein bisschen unbekannt. Kannst du noch nicht entziffern? Weiß jemand, wo die Musik herkommt? Komisch. Kann ich jetzt so nicht sagen. Bosskampfmusik. Andere Bosskampfmusik? Ah ja, wahrscheinlich Bosskampf in der Festung und jetzt im Schloss. Ich wusste gar nicht, dass es da andere Musik gab. Ganz typische Mario-Musik. Und hier in den Bonushäusern verwendet. Bosskampf mit Baby
Nee, Bowser Jr. White Level! Huhu! Die mit schönste Musik. Aber nur, weil ich das Level mal. Die Welt. Das ist die Musik für die ganzen Spezialgegner, die man auf der Karte treffen konnte. Strandmusik! Huhu! Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind in diesem Spiel. Wahnsinn. Und die Höhlenmusik. Neu dazugekommen in diesem Hack. Ursprünglich aus Yoshi's Island. Auch einem sehr, sehr schönen Spiel. Wurde leider schon 3 Milliarden Mal LP'd. Teilweise auch von guten LP'ern und welche, die sich dafür halten. Aber da ist nichts mehr zu machen. War auch kein Spiel aus meiner Kindheit, also. Wo kommt das her? Wo hatten wir das mal? War das die Abschlussmusik ganz am Ende? Ich weiß es nicht. Oh, auch eine schöne alte Musik. Aus dem ursprünglichsten Mario überhaupt, beziehungsweise aus dem, wo er jetzt das erste Mal als Mario selbst bekannt wurde. Früher hieß Mario ja Jumpman und war der Typ, der immer die Prinzessin retten musste vor Donkey Kong. Dem großen bösen Affen, der war schon früher ein Nintendo-Held oder Bösewicht. So, das ist jetzt der Kampf mit Bowser. Haben wir zur Genüge gehört eigentlich. Und der richtige Kampf mit Bowser. Oder? Ja, dürfte sein. Die Musik, die kommt, wenn man Peach gerettet hat. Also die richtige Peach, nicht Kamek. Da kommt es nur ganz kurz. Auch eine sehr schöne Musik. Ich glaube ursprünglich aus Super Mario 64. Und ich glaube hier auch im Abspann irgendwo verwendet. Und wir sind am Anfang. Das war's. Another Super Mario Bros. Wii. Für, ja. Ich habe am Anfang angeboten, ein Video zu machen, wie man dann diesen Hack spielen kann. Interessiert das Leute? Wollt ihr das selbst spielen? Wenn ja, schreibt es mir unter dieses Video. Dann mache ich gerne ein Video für euch. Nur von vornherein, man braucht das Originalspiel. Und, ja, eine Wii. Das ist nicht auf einem Emulator gespielt oder sowas in der Art, sondern es ist ganz regulär auf meiner Wii gespielt. Ihr braucht das Originalspiel, ansonsten funktioniert gar nichts. Und eine SD-Karte, aber sowas hat eigentlich jeder irgendwo bei sich zu Hause rumliegen oder in der Kamera. Und wenn nicht, SD-Karten, ganz kleine, die kosten auch nur 1-2 Euro. Das sollte also nicht das Problem sein. Aber wer keine Wii hat und das Spiel nicht, der kann diesen Hack leider nicht spielen. Also schreibt einfach, ob ihr Lust habt. Dann kann ich euch gerne noch ein Video dazu machen. Gut, das war Peach Schloss. Ursprünglich dazu da, um ja, Levellösungen zu sehen. Für Sternmünzen. Hier war es eigentlich nur dazu, waren die Sternmünzen eigentlich nur dazu da. Was heißt nur, aber die Speziallevel freizuschalten. Yay. Da, 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 da. Und alles tanzt. Das ist schön. Ein schönes Spiel. Okay. Gut, das war's also. Zumindest für erstmal. Eventuell folgen noch einige Spezialvideos. Bis dahin, have fun.